Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Ja, ich bin euch das Video schon lange schuldig und zwar handelt es sich um meinen Dufti-Monats-Rückblick. Ausnahmsweise mal zwei Monate, November und Dezember, beziehungsweise ich habe glaube auch da noch mit reingenommen bis um mit etwa 6. Januar. Ja, zwei Monate, weil ich bin im November zwei Wochen in der Ferien war. Im Dezember musste ich kurzfristig eine Woche geschäftlich nach Deutschland müssen und im Dezember war so viel los, da bin ich nicht gross zum Düfteln gekommen. Ja, darum zwei Monate. Ab Ende Januar sollte es dann aber jeden Monat weitergehen. Und ja, weil ich eben so viel weg war oder keine Lust und Zeit hatte, ist es wirklich sehr mager, wenn ich verdüftelt habe. Also im Vergleich zu sonst nicht sehr viel. Aber jetzt im Januar bin ich wieder fleissig dran und sehr positiv gestimmt, dass ich ja, meinen Bestand ein bisschen abbauen kann. Wie hat es an der Bestellfront ausgesehen? Ja, ein bisschen gemischt. Also im November habe ich recht viel eingekauft. Als Ausrede kann ich vielleicht sagen, ich habe Geburtstag in diesem Monat. Ja, im November habe ich zwei Bestellungen bei der Sweet Mamsell gemacht, eine kleine beim Restock und eine Custom-Bestellung. Das Video habt ihr ja schon gesehen. Und dann habe ich eine ganz grosse Bestellung bei Super Tarts gemacht, weil sie hat nicht beim Black Friday mitgemacht, aber sie hat einen Wax Wednesday gemacht und dort hat es 25% auf alles im Shop gegeben. Und ja, dort habe ich einfach zugeschlagen, weil es immer noch sehr viel Düfte in dem Shop gibt, die ich noch nicht ausprobiert habe und mich sehr interessiert. Ja, darum habe ich die Bestellung gemacht. Die ist jetzt vor ein paar Tagen angekommen, also das Video wird auch bald kommen. Und im Dezember bin ich aber ziemlich brav gewesen. Dort habe ich wie immer bei der Doris bei Wohlfühlmomente meine Custom-Sachen plus ich glaube noch ein paar Sachen vom Restock. Und dann habe ich noch eine Bestellung gemacht bei Sassy Girl Aroma, die ist aber nicht so gross. Die ist auch schon da und die werden da auch bald sehen. Ja, für 2018, wie jedes Jahr, haben wir vorgenommen, dass ich nicht mehr so viel bestellen werde. Aber ich habe das Gefühl, da klappt das Jahr auch besser. Also in den USA habe ich jetzt wirklich nur eine Bestellung offen, aber schaue dort eigentlich keine Restocks mehr an vorläufig. Weil ja, ich muss definitiv meinen Bestand abbauen und weil dann wahrscheinlich nicht mehr so viele Haul-Videos kommen, wird es dann wahrscheinlich dafür zweimal im Monat so ein aufgebrauchtes Video geben. Und dann schaffe ich es wirklich nach 4 Jahren YouTube endlich mal meine Duftsammlung abzufilmen. Also Videos werden genug kommen. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich mache es wie immer. Zuerst die europäischen Shops, nachher die USA-Shops. Ganz aufgebraucht, nicht ganz aufgebraucht. Und am Schluss wie immer meine Favoriten. Und wir legen los. Ich habe eine Clamshell von Beautiful Fragrances aufgebraucht. Und vielleicht noch am Rand, also das meiste ist wieder aus dem 2015. Ja, ich habe eine Clamshell aufgebraucht in der Duftrichtung Weisse Schokimandel. Und ich habe im Kauf schon gewusst, eventuell ist das nicht so meins, weil Mandeldüfte habe ich nicht so gern. Habe aber gehofft, dass die Weisse Schoki dominanter ist. Von der Duftabgabe, obwohl es über 2 Jahre alt ist, wirklich sehr, sehr stark. Aber leider ist es gerade umgekehrt, also die Mandel dominiert zu 90%, vielleicht ein Hauch von Weisser Schoki. Ja, für mich kein Nachkaufkandidat. Ich meinte, ich habe den gleichen Duft noch in einer anderen Form in meiner Sammlung. Ich werde ihn wahrscheinlich verdüfteln, aber wie gesagt, ich muss sicher nicht mehr von dem Duft haben. Der nächste Duft ist eigentlich ein Favorit, aber den habe ich von verschiedenen Shops, darum ist mir es eigentlich gleich, bei wem ich den kaufe. Ja, darum zeige ich euch so. Damals habe ich ihn verdüftelt von Iceflower, das sind so kleine Mälze in einem Beutelchen, ganz herzig. Und zwar handelt es sich um den Duft American Cream. Die meisten, denke ich, kennen den. Das ist The Lush Tube. Ich liebe ihn. Duftabgabe auch sehr stark gewesen. Ich finde, der geht immer. Und wie gesagt, ich habe den noch en masse in meiner Sammlung. Ja, finde ich super. Dann ebenfalls von Iceflower habe ich eine Clamshell aufgebraucht
in der Duftrichtung Träumsüß. Da kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern. Ja, Träumsüß ist eine Mischung aus Mandarinen, Lavendel, Kamille, Orangenblüte, Maiglöckli und Moschus. Der ist auch sehr intensiv gewesen, also schmeckt auch jetzt so noch sehr stark. Ja, ein kräutrig, blumiger Duft. Typisch fürs Schlafzimmer, würde ich sagen. Ich habe ihn, glaube ich, okay gefunden, aber ist jetzt kein Favorit. Müsste man jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Den ebenfalls von Iceflower, den Duft habe ich doppelt gehabt. Der ist jetzt der zweite, ist Release. Da ist eine Mischung aus weißer Gardenie, Sandelholz, Eukalyptus und weißem Moschus. Auch der Duft, wirklich eine starke Duftabgabe. Ist aber nicht so meins gewesen. Blumig, kräutrig wieder. Ja, also leider kein Nachkaufkandidat. Dann habe ich nochmal eine Clamshell von Beautiful Fragrances aufgebraucht. In der Duftrichtung Mint Chocolate Chip. Den Duft habe ich schon mehrmals gehabt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die letzte Clamshell gewesen. Mega, mega fein. Einer der besten Schoki-Minz-Kombis, finde ich. Sehr ausgeglichen, 50-50. Süße Pfefferminz, sehr intensiv. Ja, würde ich mir sicher in Zukunft irgendwann auch wieder mal kaufen. Dann ein Duft von Blue Moon, Custom-Bestellung Ocean Mist. Das ist ein einzelner Duft. Der hat mich in Warm sehr positiv überrascht, ist von der Duftabgabe stark gewesen. Der Unterton, der typisch von Blue Moon, ist nur sehr leicht rausgekommen. Ein aquatischer Duft, aber im Kalt, ich weiß nicht wieso, hat er mir nicht so gefallen, aber im Warm habe ich ihn wirklich sehr, sehr fein gefunden. Dann habe ich ein Tartlet von Duftimpressionen aufgebraucht in der Duftrichtung Creamy Banana. Oh, ich liebe ihn. Den hatte ich schon mal vor Jahren. Ich bin ja heikel, was Bananenduft angeht. Ich habe jetzt zwar ein paar in meiner Sammlung, aber bis jetzt selten verdüftet. Aber der ist, ja. Also den habe ich schon von Anfang an super gefunden. Ist ein sehr intensiver Duft. Sehr teigig, kuchig, cremig. Und man schmeckt die Banane schon gut aus, aber sie ist sicher nicht die Dominantnote. Aber ich finde es super und ja, zum Glück habe ich von dem nochmal eins in meiner Sammlung. Dann habe ich von Sweet Mamsell einen wunderschönen Cupcake aufgebraucht in der Duftrichtung Meyer Lemon Cookie Cake aus dem 15. Die Duftkombi war auch super gewesen. Von der Duftabgabe mittel bis gut. Wenn er stark gewesen wäre, wäre er auch ein Favorit gewesen. Ja, eine leckere, foodige Kombi aus Kuchen, Keks und Zitrone. Ja, fein, aber eben für meinen Geschmack hätte er stärker sein. Dann ebenfalls ein Duft von Sweet Mamsell. Da war auch so ein Muffin gewesen. Da war mal ein Goodie gewesen. Und da dasselbe. Der Duft heisst Hey Sister. Ich weiß leider nicht genau, was drin ist. Es ist auch was Foodiges, vielleicht ganz bisschen Pink Sugar, aber klar ein Foodie-Duft. Auch der wäre eigentlich ein Favorit, ist von der Duftabgabe, aber nur, für ein Schlusszeichen, mittel bis gut gewesen. Ich mag es ja, wenn die Düfte einfach voll knallen. Ja. Aber wenn es den mal im Shop gibt, würde ich ihn vielleicht gleich nochmal kaufen. So, dann habe ich Melts von Iceflower aufgebraucht. Das ist auch irgendein Tube. Ich weiß nicht, ob es Lush oder BBW ist. Und zwar der Sugar Dusk Candy. Den habe ich schon mal gehabt. Der ist eine Mischung aus Zuckerwatte, Zuckerstaub, Vanille und zarten Blüten. Ich finde, das ist so ein floraler Duft. Also foodig, die Zuckerwatte schmecke ich nicht wirklich raus. Ja, es ist garantiert irgendein Tube. Ich habe den nicht so gern, meine zweite Hälfte hat es gern.
Ich habe dann das letzte Meld gemischt mit einem Goodie von The Waving Garden. Looking Glass. Das ist eine Mischung aus Cassis, Pfirsich, Zucker und Moschus. Ja, den habe ich fast besser gefunden, weil er dann eben noch fruchtige Noten hatte. Ja, also für mich kein Nachkaufkandidat. Dann, ich sehe gerade, ich habe sehr viel Eisflower verdüftet. Da war ein sehr grosses Tartlet in der Duftrichtung Lemon Lavender Milk. Eine Mischung aus Sojamilch, Lavendelessenzen, Zitrone, Bergamotte, Tonkabohnen und Moschus. Der war von der Duftabgabe gut und ist in die ähnliche Richtung gegangen wie Lemon Lavender von Yankee Candle, einfach ein bisschen cremiger. Habe ihn gut gefunden, müsste jetzt aber nicht unbedingt nochmal bestellen. Ein Duft auf Eisflower, den ich leider wirklich abmachen musste, ist ganz ein hübsches Merk, ist der Duft Aquamint. Da ist eine Mischung aus Lotusblüte, Wasserlilie, Jasmin, Lavendel, Limette, Orange, Minzblüte und Moschus. Der war mega intensiv. Sehr aquatisch und aber was Blumiges. Und ja, also der ist mir gerade in den Kopf gestiegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Wasserlilie als Duft nicht verträge. Also dass das so ein Migräneauslöser ist. Und die Lotusblüte können es auch sein, ja. Also leider kein Duft für mich. Wird darum auch nicht nachgekauft. Dann ein Duft, der mir ziemlich gut gefallen hat, oder sehr gut gefallen hat von Eisflower, ist der Duft Symphonie. Den haben wir auch mal noch als Teddy bestellt, als Custom-Bestellung, die Silvi noch gemacht hat. Das ist eine Mischung aus Bonbons, Candice-Zucker, Orange, Zitrone, Spearmint, Vanille und Moschus. Ja, und das ist wirklich ein ganz leckerer Bonbon-Duft. Ich schmecke jetzt die Spearmint nicht raus, also auch wie war nicht. Es ist wirklich ein süßer, leicht fruchtiger Duft. Von der Duftabgabe medium bis gut. Und ja, wie gesagt, ich habe noch den Teddy in dem Duft und freue mich darüber. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten von den europäischen Shops. Und da ist ein Duft von Blue Moon. Auch eine Custom-Bestellung. Und das habe ich, da ist die Mischung White Chocolate Vanilla Ice Cream. Und ihr seht hier, das ist alles Duftöl da rein. Der ist schon so angekommen. Hat auch in den Lampen nachher einen reinsten Ölfilm hinterlassen. Ich nehme an, sie hat da einfach zu viel Öl verwischt. Oder besser gesagt, reintun, dass der Wachs dann nicht mehr konnte aufsaugen, sozusagen. Der Duft an sich eine Duftbombe und ich habe ihn sehr gerne gehabt. Meine zweite Hälfte hat ein bisschen gemeint, er schmeckt nach Käsefondue. Aber ja, ich muss sagen, da war zwar der Blue Moon Unterton eben auch dabei gewesen, aber ich habe ihn trotzdem mega, mega lecker gefunden und wie gesagt, eine Duftbombe, wirklich. So, dann würde ich sagen, gehen wir über zu den USA-Sachen, die ich ganz aufgebraucht habe. Das ist da mal um einiges weniger als die europäischen Sachen. Ich habe eine Bag aufgebraucht von Sassy Girl Aroma in der Duftrichtung Buttercream Latte. Der ist von der Duftabgabe gut bis stark gewesen. Aber der hat mir nicht so gefallen, weil da hat es irgendwie so ein bisschen eine karamellige Note drin gehabt. Darum für mich kein Nachkaufkandidat. Den Duft, der bis vor kurzem eigentlich einer von meinen Favoriten war, Lieblingsduft. Und zwar habe ich ein Blatt aufgebraucht von Vintage Chic Scents in der Duftrichtung Meet Me in St. Louis. Da ist eine Mischung aus Warm Vanilla, Brown Sugar Fix und Glistening Snow. Und ja, der war mal sicher in meinen Top 10 Lieblingsdüften gewesen. Ist so ein, ich würde sagen, ein leicht süßlicher Weichspülerduft. Er war von der Duftabgabe wirklich stark gewesen. Aber ich weiß nicht wieso,
er hat mich nicht mehr so umgehauen. Also, ich finde ihn noch gut, aber es ist nicht mehr der Wow-Effekt, muss ich haben en masse. Ich habe aber noch, glaube ich, mindestens eine ganze Love in diesem Duft. Ja. Also so sieht man einfach wieder, oder ich habe wieder festgestellt, die Nase ändert sich wirklich ständig. Darum sollte man vielleicht nicht so grosse Mengen von einem Duft haben. Gut, dann habe ich nochmal eine Bambag aufgebraucht von Supertarts in der Duftrichtung Happy Birthday. Da ist eine Mischung aus Buttercream Icing, Sweet Strawberry und White Birthday Cake. Der von der Duftabgabe gut bis stark aus dem 2015. Sie hat ja einen Erdbeerton, den ich gar nicht mag. Das ist ein anderer. Und mit dem Kuchigen war es ganz okay gewesen, aber ist jetzt kein Duft, den man ja nachkaufen würde. Dann habe ich ein Goodie von The Bathing Garden aufgebraucht. Prosecco Berries. Das ist eine Mischung aus Champagne, Dark Red Berries, Cotton Candy und White Vanilla. Auf den habe ich auch gefreut gehabt. Weil ich liebe ja so Champagner-Düfte, aber der war erstens von der Duftabgabe nur mittel gewesen und nicht so spritzig und also, ja, ist jetzt kein Duft, den ich mir jetzt nachkaufen muss. Dann habe ich einen Sandshot von Busy Tarts aufgebraucht in der Duftrichtung Clementine Lavender. Die Kombi hatte ich das erste Mal gehabt. Die Duftabgabe war wirklich stark und ich finde es wirklich noch eine schöne Mischung. Die Clementine war fast ein bisschen dominanter, das Lavendel war kräutrig, aber nicht zu extrem. Ja, also wirklich eine interessante Kombi. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich noch einen Sandshot von dem Duft und werde den auch verdüfteln. Dann ein Duft, den ich den Rest fast nicht aufgebraucht hätte, aber habe es dann gleich gemacht, ist von Supertarts. Und zwar ist da der Duft Saw. Film finde ich super. Da ist eine Mischung aus Sweet Cranberry Preserves, Buttery Pie Crust und Vanilla Ice Cream. Gar nicht meins. Er war sehr stark gewesen. Und extrem, extrem süß. Ich kann ja gerne süße Düfte, aber da war einfach zu viel gewesen. Und ich bin einfach nicht so der Cranberry-Fan, drum ja. Also da habe ich wirklich Mühe gehabt, um den Rest zu verdüfteln, aber habe es dann gleich gemacht. Dann habe ich einen Grubby von Front Porch in der Lampe gehabt, in der Duftrichtung Pink Beach Cheeks. Da weiss ich leider die Duftbeschreibung nicht mehr und ehrlich gesagt kann mich auch nicht mehr so an den Duft erinnern, nur dass mir der glaube ich ziemlich gut gefallen hat, aber ist jetzt sicher kein Favorit gewesen. Ja, und dann kommen wir mal zum letzten ganz aufgebrauchten aus den USA-Shops und das war eine ganze Love gewesen. Und ich glaube, die ist aus dem März 2015. Haben wir aber lang aufgehoben, weil da ist aus dem Shop Hailey's Heavenly Scents. In der Duftrichtung Toasted Coffee Bean. Und ja, wer vielleicht den Shop kennt oder in der Facebook-Gruppe ist, weiß, dass leider eine Besitzerin verstorben ist. Ja. Und ja, darum habe ich da einfach ein bisschen gehadet, weil da das letzte war von dem Shop. Und ja. Ich habe aber gedacht, bevor es kippt oder keine Luft mehr hat, brauche ich es aufbrauchen. Und ich muss sagen, es hat wirklich eine starke Duftabgabe gehabt. Das hat sehr einen hohen Soja-Wachsanteil gehabt. Es war eine sehr schmierige Sache, aber wie gesagt, super Duftabgabe und wirklich ein sehr starker schwarzer Kaffeeduft. Also es war wirklich fein gewesen. Wie gesagt, den Shop gibt es nicht mehr. Irgendjemand aus ihrer Familie macht jetzt auch was, aber unter einem anderen Namen. Ich bin glaube auch noch in der Facebook-Gruppe, aber habe dort noch nie bestellt. Und ja, also leider gibt es den Shop nicht mehr. So, dann habe ich noch zwei Sachen, die ich noch nicht ganz aufgebraucht habe. Und dann kommen jetzt schon meine Favoriten.
Ja, das erste ist ein Bag von Supertarts in der Duftrichtung Snape. Da ist eine Mischung aus Magically Delicious, Warm Sugar Cookies und Sweet Cinnamon Sugar. Ja, und da ein bisschen das gleiche wie mit mir in St. Louis. Also es ist kein Favoritenduft, aber ich habe von dem Duft schon Clamshell gehabt und habe ihn mega fein gefunden und habe darum auch, ich meinte, eine grosse Superpan in dieser Duftrichtung gestellt. Aber ich bin gar nicht mehr so Fan von dem Duft, weil er ist mir ein bisschen zu würzig. Er ist von der Duftabgabe sehr intensiv. Der Zimtduft ist aber sehr dominant und eben mir fast ein bisschen zu würzig. Ich habe ja Zimt nur gern, wenn er wirklich so zuckersüß ist. Und ja, also eben in der Clamshell super, da zu würzig. Ich habe jetzt hier noch, seht ihr da? Ich weiß auch nicht. Noch ein paar Würfel, ich werde es auch verdüfteln. Aber ich muss mal schauen, was ich mit dieser Superpan mache. Und dann habe ich Loaf angefangen. Die habe ich schon zerstückelt von Sassy Girl Aroma, weil das ist mitunter noch eines der ältesten Wachs, die ich habe, aus dem Juli 2015. Und zwar ist der Duftrichtung Key Lime Iced Lemon Cookie Mellow. So viel habe ich noch. Ah, und diese Duftkombi ist herrlich. Von der Duftabgabe immer noch eine Bombe. Und ja, ich liebe wirklich ihre Key Lime Düfte. Den noch mit dem Marshmallow und dem Keksige. Super, super lecker. Und da bin ich froh, habe ich noch von dem Duft. So, meine Lieben, wir haben es fast geschafft. Jetzt kommen wir noch zu meinen Favoriten. Das sind 6 Stück. Ja, fangen wir an mit Wohlfühlmomente. Da habe ich 2 Favoriten. Einen kennt ihr schon. Und zwar ist der Cashmere Dust. Ja, so ein pudriger, leicht parfümiger Duft, den ich zum Glück vom Kopf her verträge. Sehr intensiv. Ich finde ihn super und von dem haben wir auch schon abgestellt. Und dann, total überrascht, hat mich der Duft Sparkling Candy aus dem April 2016. Ja, so ein fruchtig-spritziger Bomboduft. Auch der von der Duftabgabe sehr, sehr stark. Und ja, hat mir mega, mega gut gefallen. Ich glaube aber, der war nur einmal im Shop gewesen. Ich ja, muss da glaube Doris mal fragen. Also auch absolut ein Favorit. Dann ein Favorit von Ice Flower, der war auch ein wunderhübscher Melt gewesen, ist der Duft Cashmere Petals. Das sind feine, softe Blütenessenzen mit dezenten Fruchtnoten. Und ich muss sagen, von der Duftabgabe sehr stark und der Duft ähnelt sehr extrem am Cashmere Dust. Also ich weiß nicht, ob da die gleichen Öle im Spiel sind. Auf alle Fälle sehr, sehr ähnlich. Auch ein pudriger, soften, blumiger Duft. Die Fruchtnoten habe ich jetzt nicht wirklich raus. Geschmückt und ja, super Duftabgabe, Liebe und auch in mein Büchlein. Den Custom Blend von Blue Moon. Und zwar Chocolate Conjuros mit Fresh Brewed Coffee. Auch eine Duftbombe. Oh, und ich liebe es. Der Chocolate Conjuros ist dominanter gewesen, also Kaffeenote ist nicht so extrem vorgekommen. Aber macht mir nichts, weil ich liebe beide Düfte. Und von diesem Duft oder dieser Duftkombi habe ich zum Glück noch mehr in meiner Sammlung. Aber wirklich super gewesen. So, und dann haben wir noch 2 USA-Düfte. Und zwar einmal von der Firma Lasting Scent Candles, der Duft Clink Clink.
Ja, und die Duftbeschreibung ist, glaube ich, was Fruchtiges mit Champagner. Aber hat gar nichts mit diesen Düften zu tun, finde ich. Auch ein ganz, ganz spezieller Bombenduft, den ich so noch nie in der Nase hatte. Sehr intensiv. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und es gibt Kerzen von Bath & Body Works, die anscheinend ähnlich duften sollen. Und ich hatte sie in meinem Warenkorb, habe sie bestellt und dann habe ich leider das Mail bekommen, ja, dass es die Kerzen nicht mehr gibt, also dass die Position löschen müssen. Und ja, bin ich ein bisschen traurig gewesen. Also ein bisschen traurig ist übertrieben, aber ja, schade. Ich habe, glaube ich, noch einen von dem Sandshot in meiner Sammlung. Und ja, aber super Hammerduft, so eben noch nie in der Nase gehabt. Darum absoluter Favorit. Und zum Schluss ein Duft von The Vintage Chic Scents. Und zwar heißt der Duft The Wolfman. Und da ist eine Mischung aus Fresh Fallen Autumn Leaves. Ja, das ist der Grund gewesen, wieso ich mir bei der Silke Leaves mit Marshmallow blenden lassen, weil so ein laubiger, blättriger, cremiger Duft, eine Duftbombe, auch so noch nie in der Nase kam. In kalt, so lala, dort bin ich noch ein bisschen kritisch gewesen, wird mir der gefallen. Aber in warm hat sich der total verändert und ja, also super Duft, den werden wir definitiv nachkaufen. So, wir haben es geschafft, juhu. Ja, also das sind meine letzten zwei duftigen Monate gewesen. Wie gesagt, Ende Januar gibt es dann das nächste, eventuell Anfang Februar. Und ja, in den nächsten Tagen wird es definitiv losgehen auf meinem zweiten Kanal. Es wird also bestimmt gleich ein ab in die Tonne aufgebraucht, ausgemischtes Video geben. Die es interessiert, können dort gerne schauen. Und ja, da wird es sicher auch bald weitergehen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Haul-Videos und ja. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Hebt euch Sorge, macht's gut und tschüss zusammen.